willkommen zu einem neuen Video. Ich habe vergessen, eine Anmoderation zu filmen, deswegen gibt es die jetzt, wenn ich schon eigentlich fertig bin mit dem Ganzen. Aber ja, ich habe entschieden, meinen Balkon endlich zu verschönern. Wie und was genau ich auf meinem Balkon gemacht habe, seht ihr dann jetzt gleich. Und ja, ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Balletten, Balletten, Balletten. Oh, Paletten sind gestapelt. Und wir laufen hinterher. Haben gerade so den Kofferraum zu bekommen, ey. Geili. Ja, ich freu mich. Weißt du dich auch? Ja. So, Polster sind auch gekauft. Ein paar. Die waren jetzt ein bisschen teurer, aber die sind ultra weich und schön dick halt. Ja. So, noch ein, zwei Pflänzchen für den Balkon. Oh, die riechen irgendwie geil, ne? Ja. Die Dinger. Oder ist das Holz? Irgendwas riecht hier geil. Das ist Lavendel. Ja, das, was genau. Ich hier überall verteilt habe. So, alle Kissen hier. So, ich mache jetzt meinen Balkon mal weiter. Wir waren ja gestern ein bisschen zu platt dafür und deswegen mache ich das heute. Was los? Ich werde nebenbei ein bisschen VOD von gestern von Among Us gucken, also nicht wundern. Und ich hoffe, der Sound ist okay, weil ich habe mein Mikro nicht gefunden für die Kameras. Ich weiß nicht, wo das ist. Deswegen, ja, soll ich machen, muss das jetzt so klappen. So, ich muss mal gucken, wo ich euch hinstelle. Ich muss ja gar keine Tasten so machen, so. Alter. Oh, warum hat Zeno nicht einfach Bless getötet? Das wäre so gut gewesen. Warum retortet er die Leiche? Och, Mann. Ja, im Hintergrund schön Franzi am Ragen. Das Problem ist, dass hier die ganzen Polster jetzt liegen. Scheiße. Muss von der anderen Seite. Frage. Ihr seht ja diesen weißen Tisch da und der ist halt gerade voll im Weg, weil genau da möchte ich eigentlich die Paletten hinhaben, so in die Ecke halt. Und der weiße Tisch ist aber mega im Weg und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich den hin tun soll. Vielleicht mache ich den erstmal nach links. Das ist natürlich jetzt echt doof. Ja, muss ich mal gucken. So, ich habe jetzt mein Video auf meine AirPods gemacht, sodass ihr das nicht hört. So, jetzt habe ich die Ecke freigeräumt. Ich habe den Tisch jetzt einfach komplett auseinandergebaut und die Platte dahin gemacht und die Beine da. Und jetzt kommen die Sachen, also jetzt will ich die in die Ecke machen. Da muss ich euch anders positionieren. Wir gehen einmal durch die Wohnung. Ist natürlich jetzt sehr dunkel. Sieht man mich überhaupt? Hallo? Nur wenn ich ISO auf irgendwie mega hoch mache. Hallo? So lasse. Oh, es ist viel zu dunkel, sehe ich gerade. Hoppala. So, ich habe jetzt die Paletten so angeordnet, weil ich dachte zuerst, ich mache da auch ein Rückenteil hin. Aber dann hätte das mit den Polstern halt nicht mehr hingehauen und dann wäre da kein Rückenteil. Das ist das Problem. Also übers Eck ist ein bisschen schwierig mit den Dingern. Ja. Muss mal gucken, ob ich dann da einfach ein Kissen hinmache oder so. Ob das dann nach was aussieht. Aber jetzt mache ich erstmal die ganzen Polster, das ganze Zeug ab. Ich stelle die Kamera dann mal so lang hier hin. So.
So. Die Polster sind auch drauf. Scheiße, Leute, ich habe nicht gesehen, dass meine Kamera nur 30 Minuten am Stück aufnehmen kann. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Polster alle drauf. Aber ich habe da natürlich jetzt eine Lücke, ne? Die muss ich irgendwie mit einem Kissen oder so füllen. Anders geht's aber leider halt nicht. Aber ja, soweit sind die Dinger jetzt. Uff, ist mir warm, Alter. Boah, ist mir warm. So. Kurze Pause. Das Problem ist ja, wenn ich da jetzt ein Eckkissen reinmache, dann ist das Kissen ja auf der Höhe, also auf der Tiefe von der Palette. Das ist halt scheiße gerade. Oder muss da noch eine Palette hinmachen eigentlich, ne? Eigentlich muss ich auch noch eine Palette holen. Die ich dann da so reinschiebe. Das ist halt doof gerade. Ich überlege, ob ich jetzt mal kurz losfahre und... Ja, oder ich hole einfach erstmal zwei Eckkissen und pack die da so hintereinander rein. Und hol dann irgendwann noch mal eine Palette, weil alleine die Palette zu holen ist irgendwie mega scheiße. Und dann kann ich die da schon mal reinmachen, die Eckkissen, bis ich dann die Palette habe. Genau. Alright, dann fahre ich, glaube ich, jetzt kurz los. Jo. Ja, ein bisschen eskaliert. Ich wollte eigentlich nur das Kissen kaufen und ich habe wieder ein paar mehr Sachen mitgenommen. So, ich bin wieder zu Hause. Wir hatten tatsächlich keine Kissen mehr, also keine auf Lager. Und ich habe aber gesehen, dass sie draußen diese Polsterkissen liegen haben. Und habe dann gefragt, ob ich das nicht mitnehmen könnte und habe dann 10% Rabatt auf das Ausstellungsstück bekommen. Und mega happy, dass ich das noch bekommen habe, weil sonst wäre ich halt umsonst dahin gefahren. So, hätte ich mir das Ding auch einfach bestellen können. Ja, und ich habe noch ein paar andere Sachen mitgenommen und das bauen wir jetzt auf. Bauen wir auf. Ist nichts zum Aufbauen, aber egal. Leute, kann man das sehen auf dem Video? Ich habe die falsche Farbe genommen. Ich habe halt einfach legit nicht drauf geachtet, dass das grau ist und nicht Anthrazit. Egal, fällt nicht so auf, wenn die Kissen davor sind. Ach du Scheiße, ich bin so dumm. So. Jetzt muss ich schon die Lichterkette irgendwie anbringen und die andere, also die kleinen wollte ich da unten an den Dingern anbringen und die große mit den Glühbirnen will ich eigentlich irgendwo oben. Also da oben sind ein paar, das sieht man glaube ich gerade nicht, da oben sind Nägel in der Wand. Vielleicht kann ich die da irgendwie dran machen, muss ich mal gucken, ey. Okay, nee, ich glaube ich muss neue Nägel reinhauen. Und die ein bisschen weiter da unten machen, weil so ist, man sieht die gar nicht, die hängt halt irgendwie fast an der Decke. Oh Schatz. Ah. So. Ja, ich habe gerade aufgenommen und, also ich habe nicht aufgenommen. Ich habe nicht drauf gedrückt irgendwie. So, ich habe jetzt die Lichterketten hier unten dran gemacht. Ich bin gespannt, wie es abends aussieht. Da ist auch noch eine Lichterkette, die ist aber viel zu kurz und die ist voll in Batterie betrieben. Das ist scheiße. Ja, ich räume jetzt noch den ganzen Kram hier weg und dann bin ich erstmal soweit fertig, glaube ich. Ah, ich mag es sehr gerne. Schön. Schön. Wo ist dich? Wo ist eigentlich der Kleine? Sag mal. Oh, da ist er ja. Da ist er ja. Hallo mein Schatz. Oh, müde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich mag den Balkon sehr und ich freue mich sehr, jetzt schön auf meinem Balkon chillen zu können, ohne dass ich irgendwie, keine Ahnung, mich unwohl fühle. Ich habe halt vorher wirklich gar nicht auf meinem Balkon irgendwas gemacht, weil der einfach aussah wie scheiße. Ja, ich bin sehr glücklich, wie es jetzt aussieht. Ich werde noch ein paar Sachen dazu machen. Das kommt dann halt so mit der Zeit. So ein paar Blumenkästen noch, ein paar mehr Pflanzen und auch ein Tisch und so kommt noch an.
Genau, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim Weekly Vlog am Freitag. Tschüss!